Sergio ist nochmal zum Schluss. Für uns etwas zur Rüstung sagen wollte noch. Last. Hast du noch Belist? Ja, und ich. Oh, der Redner, der gerade jetzt gesprochen hatte. Ja, da. Und ich will was Besseres machen. Also, ich war ein bisschen spät, habe ich heute in der Zeitung gelesen, haben wir diese Demo. Naja, ich war jetzt vor einer Woche bei einer Demo in Berlin auch. Und ja, ich habe spontan entschieden, zu dieser Demo zu kommen. Und ja, vielleicht also waren die Beiträge davor ein bisschen anders, aber jetzt in der letzten halben Stunde, das ist natürlich alles wichtig. Dann ein Banken, also Frieden zwischen Verbraucher und ja, und Geschäften und Banken und Steuerzahler, und das ist alles wichtig. Aber wenn man natürlich über Frieden redet, dann muss man leider über Krieg reden. Ja, und ja, der Redner von mir sagte, also wir wollen nicht einen Krieg gegen Russland führen, ja. Aber es gibt keinen Krieg gegen Russland, es gibt einen Krieg gegen die Ukraine. Ja, ich bin in der Ukraine geboren, da 15 Jahre gelebt in der Ukraine, dann 15 Jahre in Moskau. Und jetzt, seit über 15 Jahren, bin ich in Deutschland. Und deswegen auch ist mir wichtig, dass ich mich politisch engagiere. Ich bin Mitglied in dem Bundesausschuss, eine Volkspartei für Migration und Vielfalt. Und Sie verstehen natürlich, dass ja, wenn Krieg geführt wird, da gibt es viele Migranten. Zum Beispiel in der Ukraine schon gibt es ja, etwa 2 Millionen Migranten, die jetzt innerhalb der Ukraine aus der Krim migriert sind, auch nach Polen, nach Russland und so weiter und so fort. Aber Migration ist natürlich ein wichtiges Thema, aber im Moment ist umso wichtiger das Thema Krieg und Frieden. Ja? Und wenn wir Krieg in der Ukraine haben, dann müssen wir, ich denke, auch dieses Thema für Sie aktuell und wichtig ist, gegen diesen Krieg etwas unternehmen. Und ich unternehme schon was, politisch gesehen. Zum Beispiel, ja, ich bin auch vernetzt mit vielen Politikern, zum Beispiel mit Frau Doris Schröder-Köpf, der Ehefrau von Gerd Schröder. Und heute hat Christian Ströbele da einen Beitrag, hat sie gepostet, einen Beitrag zum Thema, also dass Deutschland irgendwie erweckt, irgendwelche Waffenlieferungen in die Ukraine. Hat er also gepostet, dass er da recherchieren will und er möchte da dagegen irgendwie dagegen stimmen. Also mein Beitrag war folgendes, also als Antwort. Da hat jemand geschrieben, ich möchte nicht dem Auswärtigen Amt heute vorstellen. Dann habe ich geschrieben, mein erster Beitrag, ich will heute dem Auswärtigen Amt vorstellen. Und mein zweiter Beitrag war, ich erinnere Herrn Ströbele an die Tatsache, dass im April 2008 bei einem NATO-Gipfel die Mitgliedschaft der NATO der Ukraine eigentlich fast versprochen wurde. Alle NATO-Mitglieder waren dafür. Nur Deutschland hat mit Frau Merkel das blockiert. Mit Frau Merkel, die eigentlich ziemlich putinfreundlich ist und dass sie immer noch auf ihrem Schreibtisch da ein Bild von der Zarin Ekaterina der Große hat und so weiter und so fort. Also die wahren Gründe kennt keine, aber die Tatsache war so, dass die Amerikaner haben gesagt, dass Merkel sollte versprechen, dass die Ukraine irgendwann mal NATO-Mitglied wird. Und Frau Merkel hat das versprochen auch, wirklich versprochen, dass die Ukraine irgendwann mal also NATO-Mitglied wird. Fazit jetzt daraus. Also wäre damals, ging es nicht nur um die Ukraine, sondern auch um Georgien. Wären die Ukraine und Georgien im April 2008 NATO-Mitglieder, gäbe keinen Georgienkrieg im August 2008, keine Annexion der Krim und kein Krieg in der Ostukraine jetzt.
Ja. Und wenn man über den Krieg gegen Russland jetzt hier spricht, dann sage ich Folgendes. Also die Operation der russischen Truppen in Georgien im August 2008 hieß Erzwingen des Friedens. Das hieß Erzwingen des Friedens, wirklich. Also kann man mit Waffen Frieden erzwingen? Ja, ich meine, ich habe deutsche Staatsangehörigkeit. Wir liefern jetzt Waffen an die Kurden. Da weiß keiner, in welche Hände diese Waffen dann irgendwie geliefert werden. Welche Organisationen von Kurden, da werden sofort Waffen beliefert. Und wenn dem Staat der Ukraine, dieser Staat kämpft für seine Unabhängigkeit, diese Frage diskutiert wird, dann, nein. Das ist, meine Damen und Herren, das ist eine Doppelmoral. Das ist eine Doppelmoral. Ja? Und lesen Sie bitte heute, das ist, ich komme zum Schluss, lesen Sie heute die heutige Ausgabe der Welt. Da ist ein sehr guter Artikel Leitmotiv ist die Handlungen von unserem lieben Außenminister Frank-Walter Steinmeier, dass er so ungefähr wie ein Homöopath handelt. Dem Autor dieses Artikels hat ein Homöopath versprochen, dass er so welche Kugelchen einnimmt und so, und dann wird er gesund. Und dann zwei, drei Monate hat er eingenommen, dann hat er abgemagert, total abgemagert. Dann hat er dort angerufen, dann Homöopath sagte, das ist eine Wirkung, es geht erstmal so und dann werden Sie heil. Und dann hat er zu sogenannten Normalmediziner sich gewendet und wurde gerettet mit einer Operation. Also das Gleiche hat der Autor über Frank-Walter Steinmeier da geschrieben. Also diese Reden im März, im April, im Mai, es ist immer ein Licht am Ende des Tunnels da. Welches Licht? Und wäre das eine Kerze, die hat gerade während der Rede von Frank-Walter Steinmeier, diese Kerze könnte auch erlöschen. Welches Licht? Also lesen Sie diesen Artikel in der Welt und dann verstehen Sie mehr, worüber ich hier rede. Also ich, zum Schluss, ich wünsche auch uns allen Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Ja. Die Ukraine kämpft für die Freiheit. Das Volk der Ukraine hat sich entschieden für die europäischen Werte. Ja. Wir sind Europäer. Also meine Mutter ist Ukraine, mein Vater war deutscher Abstammung. Aber ist das eigentlich gerecht, dass Waffen nach Israel ohne welche Vorbehalte geliefert wird und nach Kurdistan und in die Ukraine nicht, sogar in dem Auswärtigen Amt hat man verzögert, keine letale Waffen, sondern Schutzwesten zu liefern an die Ukraine. Das geht nicht, meine Damen und Herren. Also wollen wir unseren Frieden auch bewahren, für unseren Frieden kämpfen. Für die Freiheit und für die Gerechtigkeit. Dankeschön. Schönen Abend. Dankeschön. Vielleicht noch mal ganz kurz zu der Rede vorhin mit Frieden schaffen, mit Waffen. Ich beziehe mich da ganz gerne auf Albert Einstein, der meinte, dass man nicht mit den gleichen Sachen die Probleme schaffen kann, mit denen sie geschaffen wurden. Und deswegen bin ich nicht der Meinung, dass wir mit Waffen irgendwo Frieden irgendwo erzwingen können. Amerika bombardiert schon seit Jahrzehnten andere Länder für den Frieden, um dort die Demokratie einziehen zu lassen, und hinterlassen haben sie bis dato nur Leid und gestürzte Regierungen, Unordnung. Und wenn wir sehen, was jetzt im Irak passiert, ja, warum passiert es? Vor einem Jahrzehnt wäre es nicht passiert. Aber seitdem die Amerikaner dort eingeflogen sind unter False Flag, weil es angeblich dort irgendwelche Giftgasanlagen gibt, die es nicht gegeben hat und bis heute nicht gibt,
seitdem ist da eben halt alles unruhig und es ist möglich, dass jetzt die ISIS da unten ja, ihr Unwesen treibt. Deswegen denke ich, das ist nicht die Richtung. Wir müssen ein anderes Bewusstsein schaffen und wir müssen hinter den Menschen stehen, die momentan dieses Leid erleben.